herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist ein Sonntags-Familienvlog heute. Wir sind eingeladen im mongolischen Restaurant. Da nehme ich natürlich die Kamera bzw. das Handy mit. Also das ist jetzt alles mit dem Handy gefilmt. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und ja, ich nehme euch einfach mit durch unseren Familienalltag. Ich werde mal gucken, inwieweit ich filmen kann im Restaurant, weil da sind natürlich auch mehrere Menschen, nicht nur wir. Und ja, mal schauen. Bernd und ich haben heute schon hier beim Frühstück die Einkaufsliste geschrieben für nächste Woche und was wir so essen nächste Woche. Wir machen ja immer einen Menüplan, wenn man das so sagen kann. Ich zeige euch das mal eben. So, ja, das sieht nicht so toll aus, aber ist ja egal. Es gibt Montag Reste von heute. Ich habe nämlich gestern noch Lasagne vorbereitet. Die gibt es dann heute Abend noch. Wir gehen ja zum Mittagessen zum Mongolen. Dienstag gibt es Spargel und Bohnen. Diese, so Speckböhnchen machen wir dann. Kartoffeln, ein Sößchen dazu und Bratwurst. Mittwochs gibt es Linsensuppe, Donnerstag gibt es Ofenkartoffel, Tzatziki und Salat. Freitag gibt es Pilze, die machen wir so wie die von der Kirmes, die Pilze so eingelegt. Und dann gibt es dazu Reis und Tzatziki auch und auch Reissalat. Da schnibbel ich immer Tomate und Gurke, das kennt ihr von mir bestimmt schon, das ist so mein Lieblingsessen von mir und unserem Sohn. Am Samstag machen wir Dönerpizza selber und sonntags machen wir gefüllte Paprika. Ja, und das ist alles, was wir dafür und halt auch so einfach brauchen für unser tägliches Leben hier. Und dann habe ich schon, da ist der Bernd, hallo. Na, what are you doing? Ja, ihr wisst ja, wir wollen hier renovieren. Und also was heißt, wir wollen renovieren, wir haben ja hier Schimmel, wir wollten ursprünglich sowieso renovieren und dann haben wir halt hier Schimmel festgestellt und da hat sich jetzt übrigens endlich die Firma gemeldet von den Vermietern, die hier alles fertig machen, die kommen übernächste Woche und machen hier die vier Zimmer den Schimmel weg und streichen das und keine Ahnung, wie das alles vonstatten geht, endlich, und dann können wir halt anfangen hier, ja, neue Möbel zu holen und alles umzubauen, wie wir uns das vorstellen. Und ich habe heute einfach so schon mal Möbel geguckt, einfach bei Poco. Ich zeige euch mal, was mir gefallen hat. Also das ist ja jetzt hier, finde ich, eine super günstige Couch. 444 Euro. Allerdings ist die Liegefläche hier nur 1,38. Also ist jetzt nicht so groß und für den Preis wird das auch nichts Langlebiges sein, aber ich würde sagen, da der Hund auch aufs Sofa darf bei uns, kann man besser alle paar Jahre ein neues Sofa holen, günstiges, als dann in so ein teures Sofa zu investieren. Aber das ist ja immer Geschmackssache. Ich finde sowas auch nicht schlecht hier, allerdings sind da so Boxen eingebaut und das brauchen wir absolut gar nicht, glaube ich. Also könnte ich mir nicht vorstellen, dass wir das brauchen. Wenn wir Musik hören möchten, dann machen wir uns einfach Musik an. Und ich finde sowas auch immer ganz schön, wenn die halt so auf Stelzen sind, sag ich mal. Dann kann man halt darunter immer gut saugen. Das finde ich sehr wichtig, wenn man unter den Sofas und am besten unter allen Möbeln saugen kann, ohne diese zu verschieben. Ja, es war nämlich schon ziemlich oft, das kennt ihr wahrscheinlich alle selber, dass unter den Möbeln sich die ganzen Flusen und so ansammeln und deswegen mag ich das sehr gerne. Ja, ich freue mich, wenn das endlich, erstmal wenn es losgeht, und ich freue mich natürlich auch, wenn es fertig ist dann, dass es endlich hier normal aussieht wieder und man vielleicht auch mal Besuch empfangen kann und nicht immer alles so provisorisch hergerichtet ist. Ja, der Bernd und die Kinder machen sich jetzt fertig und dann gehen wir erst noch mit dem Smurfy eine große Runde spazieren und dann geht's zum Mongolen. Saugen, während wir ins Restaurant gehen. Aber vorher mache ich den noch mal leer. Den Filter raus. Das auf. Tada! Und Smurfy, du findest das richtig gut, ne? Geh mal weg. So.
dann kommt das wieder rein. Klappe zu, Affe tot. Und der Filter auch wieder drauf. So, nun kann das wieder in den Staubsauger. Klar, dass er direkt zum Wassernapf fährt. Ich habe aber festgestellt, man darf dem Staubsauger nicht zugucken, wenn der hier arbeitet. Dann wird man bescheuert, weil der nach dem Zufallsprinzip saugt und dann liegt irgendwo ein Krümmel und der fährt 30 Mal dran vorbei. Dann denkt man, ist er doof. Aber wenn man den Raum verlässt und später wiederkommt, ist alles sauber. Aber da darf man ja heute auch noch nicht rein, wenn man kein Adliger ist. Da darf man doch heute auch nicht rein. Oder ist das auf? Zu. Schloss Kappenberg. Oder? Das sieht da schön aus. In diesen dicken, komischen, seitlichen Ast. Der ist ja Wahnsinn. Einfach wird er so abgestützt. Guck mal, wie breit der Stamm ist. Meinst du? Wahnsinn, ne? Der Graf Kappenberg? Echt? Okay. Wasserturm. Die kannst du hochgehen. Echt? Von 1899 ist der. Für 1 Euro. Wollt ihr da hoch oder würde ich da mal hochgehen? Ja, ich will da hoch. Da haben sie dann die Kirche geschossen. Das gehört ja alles, wo du weiter gucken kannst, gehört ja alles dem Herrn Kappen. Der ganze Wald. Alles. Und wem gehört das jetzt? Da sind aber auch richtige Wanderwege, ne? Ja. Was gehört das für eine Stadt hier oder eine Gemeinde? Nee, Murphy wird da gerne wetzen. Bitte? Vorne ist eine Gedenktafel. Ja, wir können gleich die Gedenktafel mal lesen und dann können wir euch sagen, wann der gestorben ist. Wir haben. Ist der da runtergefallen? Das weiß ich nicht. Vielleicht kann man auch bei Google von dem lesen. Wir haben 11.36 Uhr. Murphy Song. Das Murphy, das Murphy, der wackelt wie die Ette und zeigt uns eine schöne Rosette. Du hast vorher noch was gesagt mit den Lefzen. Ja, weiß ich nicht mehr, ich kenne das nur Mann, spontan. Das war so schön, was deine Reime. Gesungen? Irgendwas mit den Lefzen. Ja, aber das passt ja auch. Aber ja, das hat gepasst. So, sing nochmal. Da ist er wieder weg, dann macht er wieder den Dampfer. Vorsichtiger, ne? Ja, ist auch richtig so. Aus Fehlern lernt man. Wolfs Murphy? Ja, alle reden. Das aber stimmt. Dann spricht keiner über Greta, da ist das gut. Ja, das stimmt. Weißt du noch, wer Greta ist? Fridays for Future? Nee? Hast du nicht mitbekommen? Was hast du? Ich wollte noch, ich dachte, die wäre keine Scheibe. Was wolltest du? Nur gucken, was der Hund macht. Guckt traurig. Ehrlich jetzt? Ja. Der guckt? Der guckt in eine Scheibe. Ich ziehe hier rüber. Ich gehe mal zwischendurch da mal aus.
drei Kinder. Bisschen scharf, aber nicht zu scharf. Können wir mal probieren. Ja. Scharf, aber nicht zu scharf. Mhm. Mhm. Für mich sind die zu scharf. Und auf diesen. Danke. Dann lass ich mich. Hast du die gar nicht gesehen? Nee. Das sind so, ja, so Zuckerglasur halt, wie auf der Kirmes. Ja. Sehr lecker. So, wir sind fertig. Wir sind raus aus dem Restaurant. Die Kinder sind in der Stadt auf die Kirmes gegangen. Mal eben hier gucken, wie ich das abstelle. So, und wir gehen jetzt eben mit dem Hund spazieren. Deswegen bin ich eben reingegangen, weil ich mir meine, wie heißt das, Regenhose drüber ziehe. Es regnet jetzt und Gummistiefel. Und mir ist total kalt. Und ich habe ja so viel gegessen da im Restaurant vom Buffet. Das war alles so lecker. Ich habe euch ja zwei Teller gezeigt. Man konnte sich da ja auch so selber anbraten lassen. Ich bin so voll gefressen und so müde. Wir haben schon gesagt, wenn wir gleich zu Hause sind, dann legen wir uns einfach auf den Sofa und gucken einen Film und ja, machen gar nichts mehr heute. Einfach nur Chili-Milli. Gekocht habe ich ja auch schon. Das heißt, ich muss nichts mehr machen. Ja, bitte? Hallo. Hallo. Ja, hallo, Smurfy. So, ich bin jetzt hier in der Küche schon. Wir waren schon spazieren. Und ich mache jetzt Quarkkeulchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das macht man mit Pellkartoffeln und Quark normalerweise. Da ich ja kein Quark zu mir nehme, mache ich das mit Creme Vega. Und ich mache die jetzt nur, weil Creme Vega ist abgelaufen am 3.3. Und heute ist der 8.3., glaube ich. Und deswegen muss die weg. Und ja, gibt es halt Quarkkeulchen. So, und das ist ein denkbar einfaches Rezept. Eigentlich kommt da ein Ei mit rein. Ich lasse das Ei einfach weg. Das ist sehr unkompliziert. Dafür brauchen wir eine Kartoffelpresse. Ups. Geschafft. Zack. So, 500 Gramm Pellkartoffeln gequetscht. 500 Gramm Quark ist das Rezept. Ich brauche noch einen Creme. Das sind nämlich 500 Gramm Quark und eine Creme Vega hat 150 Gramm. Also wenn ich drei Stück nehme, sind es 450. Ja, ich glaube die 50 Gramm, das fällt nicht auf. Die esse ich dann mit entweder Zucker oder mit Apfelmus oder mit Apfelmus und Zucker. Voll lecker und die schmecken halt kalt und warm. Die schmecken immer lecker für zwischendurch. Ich esse es voll gerne. So. So, immer ein bisschen Wasser auf die Hand, dann kann man die so schön formen, ohne dass sie kleben. Ein bisschen runterstellen. Tada.
Ja, die muss eh noch 5 Minuten stehen und auskühlen, die Lasagne, dass man die schneiden kann. Dann decke ich noch den Tisch eben, ja? So, bei uns gibt es jetzt Abendessen. Die Lasagne, die ich gestern schon vorbereitet habe, für unseren Sohn mit Käse. Dazu gibt es Bohnensalat, so wie Oma den früher gemacht hat. Und Brötchen vom Frühstück noch zum Dippen. Dann werde ich jetzt das Video auch beenden, denn heute wird nicht mehr viel passieren außer liegen. Ich habe tatsächlich eine halbe Stunde auf dem Sofa geschlafen, weil ich so müde war. Und ja, wir gehen nachher noch in die Wanne und spazieren und dann wird geschlafen. Miss Murphy muss gerade lernen, auf seinem Platz zu bleiben. Jetzt kriegt er ein Stück den Lecker. Fein machst du das, ne? Super. Warte. Ja. Gut, meine Lieben, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.